großen Frauen schon mal zuvor, dass die vergessen haben von der Mordred Nordsager. Super, dass sie da sind und in Wort und Bild berichten, denn auch das ist ganz wichtig, um das Ganze nach außen zu tragen. Und ja, dann schauen Sie, wir haben uns heute international aufgestellt, denn die Herrin hat gesagt, es ist der internationale Weltfrauentag. Und unser Gedanke war, wenn wir uns die Veranstaltung überlegt haben, suchen wir Frauen, die aus aller Herren Länder kommen und bei uns leben. Und fragen sie, was sie für Geschichten mitbringen. Denn wer weiß denn schon, wie es in Kolumbien zum Beispiel mit der Bildung für die Mädchen ausschaut? Nur mal so eine Raumstelle. Wir werden darüber reden. Aber es ist auf alle Fälle spannend. Und ich möchte Ihnen jetzt unsere Weltbürgerinnen im Gespräch auch vorstellen. Zu meiner Linken, die Frau Barbara Heller aus den USA. Ganz herzlich willkommen. Dann die Frau Alexandra Litkowski aus Polen. Herzlich willkommen. Zu meiner Rechten, die Patricia Benitez. Habe ich es jetzt richtig gesagt? Benitez? Bitte, verbessern. Aus Kolumbien. Herzlich willkommen. Und die Conny Mosauer von den Philippinen. Bravo. Schön, dass Sie alle da sind. Bravo. So, meine Damen, ich habe jetzt auch für Sie ein Mikrofon dabei. Übrigens, Sie haben vorher vielleicht, es ist schon ein bisschen laut geworden, aber wir haben Musik im Hintergrund gehabt, die kommt später wieder, nur dass Sie es wissen. Das ist eine Playlist aus genau diesen vier Ländern. Also wenn einer mal was polnisch vorkommt oder ich weiß nicht was, ja, ganz anders. Also eine Reminiszenz an unsere Gäste, dass auch die Musik aus ihren Heimatländern kommt. Ja, unsere Talkgäste. Also das freut mich wirklich sehr. Und wir wollen jetzt eine lockere Talkstimmung einsteigen. Ich habe so für Sie das Mikrofon dann zu weitergeben. Die erste Frage, die mich jetzt interessiert und wahrscheinlich auch Sie als Gäste, was hat Sie denn nach Deutschland gebracht? Mal ganz einfach so gefragt. Frau Moser, möchten Sie? Gerne. Gut. So, ja, also nach Deutschland, das war schon immer schon mein Traum damals. Mein Cousin, der war blind, der hat immer was erzählt. Über Ausland und alles. Und dann manchmal, damals, es gab noch kein Handy und damals auf den Philippinen. Wir haben nur also einmal in der Woche ferngeschaut. Und wenn ich ein Märchen sehe, Mann, da war ich so entspannt und da habe ich gesagt, Mann, kann ich diesen Land haben? Ein Märchen, ja. Ach. Wann kann ich mal dieses Land erreichen? Ich möchte dahin. Und bis irgendwann, dass ich habe eine Nichte da vor 35 Jahren, der hat geheiratet, aber ich war schon immer schon ehrgeizig. Ich war also damals schon von meinem Heimatland, also bis ich 12 Jahre war, direkt in Provinz. Ich komme aus Philippinen auf Luzon und das ist ein großer Bezirk auf Philippinen, aber mein Land, mein Provinz ist direkt abgelehnt. Wir müssen 2 Tage mit dem Bus fahren. Auf alle Fälle, dann bin ich nach Manila und wollte ich irgendwas nach meinem, ich habe mein Highschool gemacht in Manila und mein Studium als College, als Lehrerin und das habe ich auch fertig gemacht. Und damals, es gab ja keine Industrie bei uns auf den Philippinen, nur also in großen Städten. Ja? Und wo ich zu Hause bin, es gab nur Haus, also Bauernhof oder wir haben auch viel, also bei mir zu Hause, bei meinen Eltern gesagt, viele Kokosnüsse, also große Land und dann noch Reisfelder und so weiter. Dann, man kann so nicht so viel davon machen, entweder musst du viel verkaufen und das Produkt, und es gab ja noch keine Maschine, wo kannst du dann das Geld herholen. Und dann, ich habe so gemacht, ich bin bei meiner Schwester in Manila, der hat auch studiert, und da habe ich sie geholfen, Haushalt und so weiter. Und dann, bis ich irgendwann einmal auch mit 16 Jahren meine Arbeit wirklich gesucht, auf den Philippinen, weil ich war selbstständig auf den Philippinen, weil damals meine Eltern
wir haben ja alles am Film, aber richtig, also vor bares Geld, wir haben nicht so viele. Was habe ich gemacht? Ich habe gearbeitet auf Nacht. Am Tag, es gibt ja also bei uns auch Philippinen, die haben am Tag gearbeitet und am Abend ab 4 Uhr, da muss ich schnell, schnell zur Schule gehen und dann muss ich meine Studium, also wirklich. Obwohl meine Schwester hat mich wirklich so geholfen damals, dass ich meine Studiums alle schaffen und ich muss auch wegfahren oder irgendwas Freizeit und da muss ich also halt diese Finanzierung alles machen. Und wollte ich einfach nach Ausland, ich möchte das wirklich irgendwann machen. Und dann irgendwann habe ich meine Cousine gewusst, dass da in Deutschland, wolltest du nach Deutschland kommen? Ja, gerne, habe ich gesagt. Und dann, der hat mich also geschrieben und dann, bis irgendwann habe ich meinen Mann kennengelernt. Und dann bin ich nach Deutschland gekommen, habe ich meine natürlich Familie. Sind Sie jetzt schon da? 30 Jahre. Okay. Der Weg von Kolumbien nach Deutschland ist auch sehr weit, gell? Wirklich, ist sehr weit weg. Meine Geschichte ist total anders, weil ich habe meine Liebe nie gemeint, dass aus den anderen Ländern leben. Aber das ist ein Fall von meiner Liebe. Ich habe meinen Mann kennengelernt. Und dann, wir haben so viele Jahre geschätzt und so. Ich war geschieden 17 Jahre mit 4 Kindern. Von meinem ersten Mann, ich habe 3 junge, sehr schöne Männer. Also meine Namen sind so jung. Seid ihr in Deutschland oder in Kolumbien? Ja, meine ganze Familie ist in Kolumbien. Ich bin alleine hier mit meinem deutschen Mann. Okay, ich bin beruflich. Ich habe in Kolumbien als Verwaltung. Ich war Chefin von einer großen Kommission. Ich habe ein paar Jahre Firma, ungefähr 70 Männer, die war die Chefin. 70 Männer? Ja, aber das ist wirklich gut. Und ja, ich habe nie gemeint, dass ich nehme eine zweite Chance zum Heiraten, weil meine erste Experience war nicht so gut. Ich habe 3 Kinder und da